Bei mir ist jetzt Michael Kramer vom technischen Service Spieß-Hecker. Michael Kramer, man hat den Eindruck, in diesem Jahr ist Spieß-Hecker mit sehr viel Innovationen unterwegs. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Fangen wir an mit dem Klarlack 8800. Hier war ich in der glücklichen Lage, diesen in der Testphase sozusagen von Anfang an begleiten zu dürfen. Und die Resonanz der Kunden war generell, ob Norden, Süden, Westen, Osten, gleich. Nach anfänglicher Skepsis stellte sich direkt nach den ersten zwei, drei Lackierungen heraus, dass das ein wahrer Quantensprung ist und nicht, so wie wir es heutzutage erleben, leichte Schritte in der Produktentwicklung, weil wir uns schon, muss man sagen, auf einem extrem hohen Niveau bewegen. Wo genau liegt der Nutzen des neuen Klarlacks für den Lackierbetrieb? Ganz klar in der Effizienz und in der Schnelligkeit, ohne dabei auf Qualitätsverluste einen Kompromiss eingehen zu müssen. Wie schnell ist der Klarlack? Der liegt von bis. In der schnellsten Einstellung ist er bei 5 Minuten Objekttemperatur, bei 60 Grad Objekttemperatur bei 5 Minuten. Okay, das heißt also, man kann nach unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen den Klarlack entsprechend einstellen. Wie funktioniert das? Absolut, der Klarlack ist variabel durch verschiedene Härte, die man da für einsetzen kann und passt sich dann den gegebenen Kabinensituationen an, die er da eben vorfindet. Welche Produkte bieten Sie in diesem Jahr noch an? Wir haben im Prinzip eine komplette Produktpalette. Wie gesagt, den Klarlack. Wir haben im Grundmaterialienbereich einen neuen Allround-Füller. Wir sagen dazu 5:1. Nicht nur, weil das das Mischungsverhältnis ist, sondern weil er eben auf allen 5 Anwendungsgebieten, sprich als Nasse-Nass-Verarbeitung direkt auf blankem Blech, variabel einsetzbar als Schleifvariante, wenn es etwas dicker aufgetragen werden soll, oder aber unter Spritspachtel einen hervorragenden Korrosionsschutz zu bieten und so gesehen dann eben sehr facettenreich, also als Allrounder, als Variofüller unterwegs ist. Wir schauen uns jetzt die digitale Welt bei Spieß-Hecker an. Bei mir ist Dietmar Wegner, Color-Spezialist, einer der führenden Köpfe, der unterwegs ist in der digitalen Welt. Was erwarten die Lackierbetriebe, was können sie erwarten von Spieß-Hecker, was die digitalen Tools angeht? Ja, wir unterstützen schon seit Jahren eigentlich unsere Lackierbetriebe in der digitalen Art, sei es durch maßgeschneiderte Hardware, Software natürlich auch, aber auch nicht zu vergessen die Farbtonmessung, die immer wichtiger wird heutzutage in den Lackierbetrieben. Ganz neu natürlich auch bei uns das Color Dialog Delta Scan, das erste Farbtonmessgerät, was halt auch den, sag ich mal, Metallic-Effekt erkennen kann. Das heißt, es gibt im Mischraum in Zukunft mehr digitales Werkzeug. Es wird es geben. Wir haben ja jetzt gestartet mit der Daisy Wheel, dem vollautomatischen Mischsystem, und es wird weitergehen. Wir werden hier auf der Automechanika zeigen wir zum ersten Mal hier unser neues Softwareprogramm Phoenix, ein Online-Formelsuchsystem für die Lackierbetriebe. Und das wird also, denke ich mal, schon ein Meilenstein in der Farbtonfindung sein. Schauen wir mal rein. Phoenix läuft auch auf dem iPad. Das heißt also, wir können hier online gehen. Es wird so sein, dass in Zukunft der Mischraum ans Internet angeschlossen werden muss, richtig? Ja, das ist also absolut wichtig. Das ist eine Grundvoraussetzung, gerade schon auch dann, wenn man mit, ja, sag ich mal, Online-Suche arbeiten möchte. Wir brauchen sie aber auch, die Anbindung ans Internet für die Daisy Wheel, für das Mischsystem. Ohne Internet, sag ich mal, wird es in den nächsten Jahren in den Mischräumen nicht mehr gehen. Wo ist der große Vorteil von Phoenix? Der große Vorteil von Phoenix liegt zum einen an einer sogenannten Color Cloud, dass also der Lackierbetrieb alle seine Daten in einer Color Cloud verwalten kann und hat also eigentlich weltweit Zugriff auf seine Daten. Aber er baut sich damit auch ein Netzwerk auf, sei es von der Annahme bis hin ja zum Ausmischen eines Farbtons oder auch einer Farbtonmessung. Das heißt, es ist auch interessant für Betriebe mit mehreren Standorten, die jetzt quasi in der Color Cloud ihre Farbtöne verwalten können. Selbstverständlich, also so kann es dann genommen werden, dass also verschiedene Lackierbetriebe Zugriff drauf haben über eine Anmeldung und können sich dann ihre Farbtöne aussuchen, die sie halt gespeichert haben in dieser Color Cloud. Welche Features sind noch neu bei Phoenix? Hinzu kommt, dass natürlich auch die Ansteuerung von sogenannten IP-Wagen möglich ist und selbstverständlich auch wieder die Daisy Wheel, die natürlich dann auch online läuft, und dafür brauchen wir natürlich auch das Internet.